Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Super Mario Sunshine ist wieder dran. So, und jetzt blaue Münzen in Porto di Oro. Kapitel 8 können wir wie gesagt noch nicht machen. Und jetzt ist es schon gespoilert, warum. Das heißt Yoshis Obst Obolus. Und ja, wie der Name schon sagt, wir brauchen Yoshi dafür. Und auch für die letzten blauen Münzen in der ersten Welt brauchen wir auch Yoshi. Und bis wir Yoshi bekommen, kann das doch etwas dauern. Deswegen kümmern wir uns jetzt um die blauen Münzen. Viele blaue Münzen kann man schon im ersten Kapitel finden. Wie gesagt, ich gehe wieder nach meiner Liste. So, los geht's. Gleich am Anfang müsste hier ein M sein. Richtig. Waschen wir es weg. Nehmen wir eine blaue Münze für. Die zweite blaue Münze befindet sich hier, überall wo dieser ganze Dreck ist. Einfach hier hingehen und jetzt aufpassen. An die Wand spritzen und da kommt eine blaue Schein und die ist eine blaue Münze wert. Ganz, ganz fieses Versteck. Aber hier ist sie. Blaue Münze Nummer 3 und 4 sind unmittelbar nebeneinander. Einmal hier das M am Boden wegmachen. Nummer 3 und Nummer 4 ist direkt hinter uns, hier am Schiff. Einfach auch das M wegmachen und sich die Münze krallen. Blaue Münze Nummer 5 ist hier oben auf den Dächern am Start. Habe ich vergessen, vorher wegzumachen. Also ganz einfach zu finden, ne? Blaue Münze Nummer 6 ist dieses M an der roten Wand, genau. Wie soll ich das beschreiben? Also hier neben dem Boden. Die siebte blaue Münze ist hier oben, bei diesem Blooper. Ganz fies versteckt würde ich jetzt nicht sagen, aber schon schwer zu bekommen von wegen Wind hier, also aufpassen. Die achte Münze kann man von hier aus auch ganz locker erreichen, wenn man, vor allem mit einem Seitwärtssprung ist das ganz easy, also schön hier rausspringen, dann hatten sie. Und das war blaue Münze Nummer 9. Vergessen, irgendwas zu sagen, weil normalerweise, ich sage es euch jetzt einfach mal, normalerweise suche ich die erstmal, ne, und dann sage ich euch Bescheid. Aber jetzt gerade eben war das Problem, ich musste halt gucken, ob ich hier rüberkomme und ich habe es halt geschafft und ja, ist auch egal. So, das war blaue Münze Nummer 9. Und blaue Münze Nummer 10 ist direkt da unten, bei diesem Kran hier. Einfach runterspringen und dann habt ihr Sinn. Blaue Münze Nummer 11 befindet sich hier ganz am Rand. Da muss man einfach perfekt runterspringen und sich die Münze krallen. Und beim Runterfallen könnt ihr dann die 12. blaue Münze hier unten im Wasser entdecken. Wieder aufpassen, nicht ertrinken. Blaue Münze Nummer 13, falls es die 13. ist, ich weiß es gerade gar nicht, ist hier oben auf dem Brunnen. Da müsste man, ja, da kommt man so hoch. So, und blaue Münze Nummer 14 ist dieses graue X hier. Das ist aber relativ schwer. Ich glaube, dafür muss man schon richtig gut sein. Und schnell vor allem. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ja, so schon mal nicht. Ja, so schon mal gar nicht. Ja, das können wir eigentlich schon wieder vergessen. Mann, ich verspreche mich in letzter Zeit voll oft. Das nervt voll. So, ich warte nochmal hier kurz, dass X wieder da ist. Müsste auch gleich soweit sein. Da ist es. So. Auf gut Glück! Yes! Das war sehr gut. Und normalerweise muss man das ja jetzt nochmal machen, aber dafür würde ich euch die Turbodüse empfehlen und die ist hier im ersten Kapitel noch nicht verfügbar, deswegen. Oder sollen wir es probieren? Ach komm, probieren wir es einfach mal, ne? Mal sehen, ob wir es schaffen. Müssen wir nicht unbedingt, aber wäre halt cool.
Komm schon! Nein, ganz knapp, habt ihr gesehen? Naja, das holen wir in einem anderen Kapitel. Blaumünze Nummer 15 ist hier oben auf eines der Dächer. Ich glaube hier in der Nähe des Brunnens, ne? Ja, da in der Nähe vom Boss. Blaumünze Nummer 16 ist hier unten bei diesen Gittern. Machen wir hier durch, dann fallen lassen. Und hier unten auf dem Boden erstmal die ganzen Gegner wegmachen. Hier ist dann das M am Boden. Einfach wegwischen. Und dann habt ihr sie. Blaumünze Nummer 17 ist hier an der Ecke. Die Kiste ist etwas größer als die anderen. Einfach Schnappattacke machen und bam. Blaumünze Nummer 18 ist hier bei diesen zwei Typen und bei dem versunkenen U-Boot. Einfach dieses Zeichen hier abspritzen. Immer weiter, immer weiter. Somit hebt ihr auch das U-Boot hoch. Und als Geschenk gibt es dafür eine Blaumünze. Da. Zack. So, und für den Rest müsst ihr in andere Kapitel gehen. Zwei Blaumünzen gibt es hier in Kapitel 2. Und das mit Hilfe der Blooper. Das werde ich nicht cutten, da das extrem schwer wäre. Weil ich denke mal, ich werde beide in einem Rutsch kriegen. Deshalb zeige ich das jetzt einfach mal. Nehmt am besten den grünen Looper, weil ihr müsst dafür nicht so unbedingt schnell sein. Der grüne ist ja der langsamste, glaube ich. Oder ist das der schnellste? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall für die eine blaue Mütze ganz hier nach rechts gehen. Da ist sie. Voll verpeilt. Ah, nicht sterben. Bitte nicht sterben. Das ist ja unnötig. Wartet, ich hab's gleich. Und im richtigen Moment springen. Jetzt. Okay, ich war zu langsam. Was? Wenn man zu langsam ist, ist man wohl nicht schnell genug. Und what? Hier kann man rausspringen? Das wusste ich gar nicht. Alles klar. Man lernt immer wieder was Neues, ne? Okay, bisschen mehr Speed, dann schafft man es auch. Yes. So, und die zweite Blaumünze in dem Kapitel hier. Die ist auch ganz in der Nähe der Höhle da hinten. Und spring! Yes. Und die nächsten blauen Münzen sind in anderen Kapiteln. Für weitere blaue Münzen geht ihr ins dritte Kapitel. Ihr werdet hier in diesem Kapitel für einige blaue Münzen... Lol. What the fuck? Ich bin doch gerade auf eine Raketendüse gesprungen. Wo ist die Düse hin? What the hell? Okay, dank diesen geilen Bugs, den ihr gerade gesehen habt, müssen wir uns die Raketendüse da unten holen. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr für die vielen blauen Münzen hier die Raketendüse brauchen werdet. Deswegen schnappt sie euch am besten. Und weiter geht's. Für die 21. blaue Münze müsst ihr hier auf den Turm rauf. Oh, bitte nicht runterfallen. Dankeschön. Dann nochmal hoch. Und dann hier am besten in die Mitte stellen. Noch kurz vor der Explosion springen. Dann habt ihr sie. Für die 22. blaue Münze müsst ihr hier hin. Das ist, also diese Stelle hier hat mit dem 8. Kapitel zu tun, was wir noch nicht gemacht haben. Aber man kann da jetzt schon hin. Am besten mit der Raketendüse. Natürlich fällig, was das angeht. Hier müssten zwei blaue Münzen irgendwo sein. Erstmal hier hin. Zu diesem Baum. Ich sehe nichts. Okay, ich bin noch am Leben. Geh mal bitte runter, Mario. Aber nicht ganz runter. So, hier irgendwo müsste es doch eine... Da. Dieses M ist relativ fies. So. Und dann einfach hier wegmachen. Dann habt ihr sie. Und blaue Münze Nummer 23 ist halt wieder auf eines dieser hohen Plattformen. Wo ich immer wieder runterfalle, ey. Schafft er das? Tatsächlich, sehr schön. Ich weiß nicht, auf welche... Aber auf eins von denen ist auf jeden Fall ein M. Da hinten. Nein, das hätte nicht passieren sollen. Warte, gleich haben wir es. Nochmal probieren. Kommst du da hoch? Nein, aber auf den hier kommt er hoch. Auf den linken hier. So, okay. Der Sprung hat gesessen. Jetzt der Sprung bitte. Am besten mit Stampfattacke. So. Und nochmal. Sehr schön. Bam. Wegmachen, den Dreck. Geht wohl nicht, wenn ich draufstehe. Aufpassen, nicht runterfallen, bitte. Und da habt ihr sie.
Für blaue Münze Nummer 24 müsst ihr diese gelbe Spinne hier töten. Am besten drunter gehen und dann mit A gegenhämmern. Oder? War das die Spinne? Ne, das war wohl die falsche Spinne. Ich glaube, die Spinne ist es. Kann das sein? Ups. Falscher Knopf. Bam. Ja, man hat es schon gehört. Nein. Mann, ich drücke mal den falschen Knopf. So. Her damit. Aber das war's noch nicht. Es gibt noch eine gelbe Spinne, wollte ich sagen. Ja, es gibt noch eine gelbe Spinne. Und für die gibt es halt auch noch eine blaue Münze, glaube ich. Ich glaube, einer von den beiden ist es. Der war's nicht. Der war's. So. Runter. Fallen lassen und zack. Und das war's für die blauen Münzen in diesem Kapitel. Für den nächsten ab ins sechste. Schnappt euch für die eine blaue Münze, über die wir schon mal gesprochen hatten, hier die Turbodüse. Aua, Wind. Dankeschön. So. Und jetzt probieren wir es nochmal. Diesmal müssen wir es aber schaffen, weil die Turbodüse, die ist schon richtig heftig. So. Am besten hier hinstellen, X wegmachen. Schnell umswitchen und dann los. Go, Mario! Sehr schön. Für die 27. blaue Münze müsst ihr hier hin, wo der Blooper das erste Mal war. Und dann seht ihr hier einen Fischkorb. Und diesen Fischkorb müsst ihr anspritzen. Und dann ist da eine random blaue Münze drin. Und für die 28. blaue Münze müsst ihr an diese Stelle gehen. Dann am besten mit der Raketendüse. Den Typen kickt ihr weg. Der nervt nur. Hallo? Kann man den wegkicken? Okay, geht irgendwie nicht. Naja, dann geht ihr hier rein. Und hier war ja eigentlich eine Schein. Das ist nur dieser Blooper-Gegner hier. Und der hat dann eine blaue Münze. So, und für die anderen beiden blauen Münzen müssen wir Yoshi. Also brauchen wir Yoshi für. Ich habe euch, by the way, noch gar nicht den Reiseführer für Porto de Oro vorgelesen. Porto de Oro. Das Bild der Hafenstadt von Isla Delfino ist geprägt von Schiffen jeder Größe und zugleich von regem Treiben und Geschäftigkeit. Ja, ganz interessant. So. Und jetzt verlasse ich nochmal das Kapitel und wir kümmern uns um die 100 gelben Münzen. So. Und für die 100 gelben Münzen in Porto de Oro gehen wir am besten, ich würde sagen, ins zweite Kapitel. Eigentlich müsste es in dieser Welt bei jedem Kapitel gut klappen, aber falls wir nicht genug finden, ist ja auf dem Wasser viel. Deswegen habe ich mich für das zweite Kapitel entschieden. So, dann fangen wir mal an, ne? Hier gibt es sehr viele Kisten auf jeden Fall. Da könnte es auch sehr viel Geld geben. Sehr schön. Mal alle Kisten kaputt machen, oben auf den ganzen Kränen und so. Das ist bestimmt auch extrem viel. Und hier unten, ne, in der Kanalisation, hier geht es bestimmt auch viel. Also ich denke, hier wird das kein Problem sein. Aber ich muss niesen, ey. Ah, ich habe es zurückgehalten. Gut, ah, hier komme ich nicht hoch. Schade, aber ich kann weitergehen. Immer weiter, da kann ich hier noch hin. Schön das ganze Geld mitnehmen. Hier kann man aber auch hochspringen. Man kommt zwar nicht raus, aber wenigstens das Geld mitgenommen. So, dann gehen wir hier weiter. Am besten so, bin ich schneller. Gut, nochmal rein bitte. Wir haben jetzt schon 34, das ist extrem viel. Dann hier noch hochspringen. Ja, also in dieser Welt sollten die 100 Geldmünzen echt keine Probleme sein. Also kein Problem darstellen. Ach, hier geht's nicht mal weiter. Ach so, okay. Dann gehe ich jetzt nochmal nach hinten. Habe ich hier nicht... Da, bin ich da hochgesprungen hier? Ja, ne? Ja. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal ganz an den Anfang. Oder am besten hier hin. Die komme ich ja raus, ne? So. Gut. 41 Coins, sehen schon mal gut aus. Was sagen die hier eigentlich? Der Riesenblooper ist weg und es ist immer noch schmutzig. Wo kommt diese Tinte nur her? Tja, gute Frage. Ich war's nicht.
Aber ihr schiebt mir alle die Schuld in die Schuhe. Nur weil ich so aussehe wie der Täter, heißt das nicht, dass ich das war. Naja. Ist in diesen Kisten noch Geld drin? Scheint nicht so. Ne, ich glaube nicht. Dann gehen wir mal oben auf die Kräne. Ist das überhaupt die Mehrzahl von Kran? Ich habe keine Ahnung. So. Hier, der Blooper, der müsste auch Geld geben. Wenn er nicht runterfällt. Mist. Mario, bitte nicht runterfallen. Ich sehe gar nichts. Ich sehe absolut nichts. Aber noch hinbekommen. So, ist da Geld? Auf den Kisten? Nee, anscheinend nicht. Nein, nicht runterfallen, Mario, Mensch. Bist du da hoch? Komm. Sehr gut. Pass auf den Wind auf. Sehr gut. Jetzt, wenn wir hier oben die Münzen sammeln, müssen wir auch echt auf den Wind aufpassen. Es kann sonst echt nervig werden, immer wieder hier hochzukommen. So, dann noch du bitte. Gut, 44 aktuell. Auf den Wind aufpassen, am besten töten. So. Aber ich glaube, den kann man nicht töten. Der ist dann nur kurz weg und kommt dann wieder. Also ist eigentlich egal, ob man den trifft oder nicht. Der wird immer wieder kommen. Oh, es war knapp. So, da unten ist noch voll viel Geld. Ich springe mal nach unten. Aua. So. Erstmal hier hin. Die Münzen hier einsacken. Oh. Der Wind kann hier aber echt gefährlich sein. Der kann überall gefährlich sein, nur hier ist halt richtig beschissen. Ah, die eine Münze habe ich vergessen. Bei 50 Münzen kriegt man noch ein One-Up, das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt nur durch diesen One-Up-Sound gehört. Gut. Wo kann man noch Münzen finden? Außer im Wasser. Weil im Wasser ist es halt extrem nervig, ne? Und ihr dürft auf keinen Fall, um es schneller zu machen, auf die Blooper springen. Weil, also ihr könnt es machen, ja klar, aber Problem wäre nur, wenn die Schein erscheint, habt ihr nur eine Chance, die Schein zu treffen. Und wenn ihr es dann nicht schafft, ja, viel Spaß beim nochmal 100 Münzen sammeln. Das wäre bestimmt nervig. Ah, ich komme da nicht mehr hoch. Kannst du da einen Wandsprung machen? Ja, anscheinend nicht. Dann machst du halt hier einen. So. Okay, ich muss ehrlich gestehen, für den Rest habe ich gerade echt keine Ahnung. Ich drücke immer den falschen Knopf. Oh, toll. Ich glaube, jetzt müssen wir hier im Wasser... Warte mal, die Turbodüse. Gibt es hier die Turbodüse? Ah, das ist Kapitel 2, ne? Ich glaube nicht, dass es in Kapitel 2 die Turbodüse gibt. Ich kann ja mal nachschauen, aber... Ja, ich glaube nicht. Und ja, man ist definitiv schneller, wenn man den Dreck weg im Wasser benutzt. Also die Schwebedüse. So. Aber da oben haben wir echt wenig Münzen gefunden. Ich dachte, da gäbe es mehr. Und die Münzen hier sind auch nicht da. Ah, die Münzen wären auch noch gut. Aber die Raketendüse und die Turbodüse, ich glaube, die beiden sind in diesem Kapitel nicht verfügbar. Vielleicht war das doch ein falsches Kapitel dafür. Kann ich euch nicht sagen. Bitte mach einen Seitwärtssprung. Naja, sammle so viele Coins du kannst. Ja, nur eins. Super. Komm rüber, komm rüber, komm rüber. Gut. Nerv nicht, ey. Ist da oben Münzen? Mann, ich hasse es. Ich finde keine Coins mehr. Das ist echt ein Problem, Mann. Wir hängen immer noch bei 60 rum. 40 noch, das ist echt viel. Hm. Entweder bin ich blind oder es gibt hier wirklich keine Münzen mehr. Jetzt müssen wir uns um jede Münze hier ackern, oder was?
Und deswegen ist der 100-Münzen-Stern in Sunshine einfach nur beschissen. Natürlich. Ach Gott, ist das nervig. Wisst ihr was, Leute? Irgendwann müssen wir es ja machen, also... werden wir jetzt einfach mal hier schön... ein bisschen schwimmen. Und währenddessen die ganzen Münzen einsacken. Ich traue mich nicht, auf den Blooper zu springen. Einmal drauf und dann... was ist, wo die Scheine erscheinen, das weißt du halt nicht, weißt du? Und deswegen, das will ich einfach nicht riskieren. Ach, kannst du die Münzen nicht immer gleich mitnehmen, ey? Oder muss ich noch extra hochspringen? Wie unnötig ist das denn? Na, das wird ja, das ist ja spaßig. Ich glaube, das spule ich vor für euch. Ja, ich spule es vor. Bis gleich. So, das hätten wir. 86 Münzen. Fehlt nur noch ein bisschen, ne? Gab es hier nicht auch noch Münzen irgendwo? Ne, anscheinend nicht. Ja, dann müssen wir den Rest irgendwie oben zusammenkratzen, Leute. Mehr finde ich hier unten nicht. Oh, ist das nervig, ey. Also, das ist... das ist ja schon fast nerviger als in Welt 1. Ich hätte jetzt gedacht, hier in dieser Welt ist es einfacher, aber scheint wohl doch nicht so zu sein. Nein, komm. Gut. Mach einen Seitwärtssprung, bitte. Dankeschön. So, dann gehen wir mal nach oben. Am besten ganz nach oben, dann haben wir einen schönen Überblick. Waren da nicht Münzen bei der blauen Münze da? Oh, oh, der Wind. Oh, das ist knapp. Ja, hier, der Blooper hier. Alter, nicht sterben, du hast nur noch 2 Leben. Verdammt. Wenn ich jetzt sterbe, weil ich kein Leben mehr habe, dann ist das richtig bitter. Aufpassen, Mario, okay? Bitte pass auf dich auf. Hier sind auch noch Mützen. Ich muss zwar runterspringen, aber ich brauche die Coins. Gut. 91. Wir kratzen die 100 an. Es ist... ah, da unten sind noch 4. Sehr schön. Gut, wo könnten noch Coins sein, Leute? Wo? Noch 5 Stück. Komm, die kriegen wir auch noch irgendwie zusammen. Also unten in der Kanalisation habe ich alles abgecheckt. Wir müssten halt am besten nochmal nach ganz oben, ne? Das wäre halt mal das, was wir tun sollten. Wie komme ich da am besten wieder hoch? Kann ich da hochklettern? Also es geht, aber ich komme da nicht hoch. Ja, es bringt mir hier gar nichts. Oder? Vielleicht doch. Wenn ich hier rauf springe und dann hier rauf. Aber von hier komme ich nirgendwo hoch. Nee, von hier komme ich nicht hoch. Hm, Mann. Als ob ich jetzt diese 5 Münzen nicht finde, ne? Aber wir sollten es gleich haben, Leute. Wir sollten es wirklich gleich haben. Wenn nicht, dann muss ich mir ein anderes Kapitel suchen. Na, das glaube ich nicht. Hier müssten doch irgendwo safe ein paar Münzen sein. Es kann nämlich echt nicht sein, dass hier nichts mehr ist. Ja, den Blooper da. Habe ich den schon mal getötet? Nein, gib her. Wir brauchen jede Coin. Jede einzelne. Fall nicht runter. Nein! Oh, Mann. Das kann jetzt echt nicht sein, oder? Oh mein Gott, ich cutte, bis ich wieder oben bin. Bis gleich. Okay, ich habe hier noch 2 Münzen gefunden. Oh Gott, hier ist auch noch der Wind. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Mal noch 2 Coins.
Bitte gib mir die 2 Coins. Da oben ist ein Blooper. Den schnapp ich mir. Wenn der Wind nicht da ist. Boah, ist doch perfekt. Halt dich da fest. Okay. Eine Münze noch. Wenn ich den hier getötet habe. So, als ob ich diese eine Münze jetzt nicht finde, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Eine einzelne lächerliche Coin. Komm schon. Hier muss irgendwo ein Blooper sein. Das könnt ihr mir nicht erzählen, oder? Ist da ein Blooper? Oh Gott, Leute, ich glaube... Wir haben echt verkackt, ey. Es gibt keine Münze mehr. Zumindest kenne ich keinen Ort mehr. Vielleicht... Vielleicht... kommen wir da hin? Vielleicht hier unter dem... Unter diesem Hubschrauberfeld. Da waren doch 5 Münzen. Wenn ich da noch irgendwie hinkomme. Ich müsste es schaffen von der einen Seite aus. Probieren wir unser Glück. Mario, bitte! Hör auf mit der Scheiße jetzt. Komm, langsam regt mich das hier auch auf. Kann echt nicht sein hier. Eine Coin. Wahrscheinlich, oder? Mach einen Wandsprung, dann halt nicht. Mach halt hier einen Wandsprung. Hauptsache, du kommst da hoch. Oh Mensch, Mario jetzt, ohne Witz. Reg mich nicht auf. Geh da hin. Mach da eine Stampfattacke und guck dir die Münzen an. Was? Warum sind hier keine Coins? Hier sind keine Coins, Leute. Aber hier waren doch immer Münzen. Das kann jetzt nicht sein, dass ich wegen einer Münze nicht weiterkomme. Bitte nicht. Das kann nicht sein. Kann ich irgendwas mit der Frucht machen? Irgendwo gegenwerfen und dann kommt eine Münze raus oder so. Irgendwie nass machen oder so. Was weiß ich? Ich brauche irgendwie noch eine Münze. Oder da oben sind ja noch Münzen. Aber ich glaube nicht, dass ich da rankomme. Ich brauche eine Raketendüse für und die gibt es in der zweiten Kapitel nicht. Ist hier nicht noch eine Münze gewesen? Oder ist hier ein One-Up? Scheißdreck. Hier irgendwas nass machen. Irgendwie irgendwas nass machen. Oder irgend so ein Typ, der dreckig ist und er gibt mir als Geschenk eine Münze. Hier war eine blaue Münze drin, deswegen wird da nichts sein. Verdammt, Leute, eine Münze fehlt mir. Hier? Auch nicht, ne? Das kann nicht dein Ernst sein. Krieg ich eine Münze, wenn ich da hinten irgendwas nass mache? Hier irgendwie sowas? Eine Münze oder so? Das ist nicht euer Ernst! Ich werde kappen. Bis ich irgendwie eine Münze finde. Bis gleich. Ich habe hier diesen Blooper gefunden, der an der Decke hing. Und da oben sind noch 2 Münzen. Aber egal. Ich habe es noch irgendwie geschafft, ey. Meine Fresse. Ja, dieses Schein ist wirklich eines der nervigsten. Das kann ich euch sagen. Das ist jetzt kaum zum Aushalten, ey. Gib her! So. Und hiermit verabschiede ich mich von euch. Für heute natürlich, ne? Oh, erstmal strecken. So. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Super Mario Sunshine. Da gucken wir uns dann die dritte Welt an. Und wir inspizieren hier mal diesen komischen Leuchtturm, der verschwunden sein soll. So. Haut rein, habt einen schönen Tag und tschüssi!